Heute geht's um Wasser und wie wir 7% des gesamtdeutschen Wasserverbrauchs praktisch über Nacht eingespart haben. Das ist so viel, als würden alle Menschen in Deutschland nicht mehr duschen. Und das hauptsächlich als unerwarteten Nebeneffekt des Atomausstiegs. So wollte ich dieses Video starten, als eine weitere Episode dieser Reihe. Ich habe nämlich sowohl bei Focus Online als auch bei VDI Nachrichten gelesen, dass der Wasserverbrauch der deutschen Industrie von 2019 auf 2022 um volle 16,7% zurückgegangen ist. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir jetzt durch die Energiewende große Mengen Wasserverbrauch einsparen, ist das doch eine Spitzennachricht, oder? Deswegen habe ich basierend auf diesen Recherchen das Video grob geschnitten, denn das Thema ist wichtig. Hier zum Beispiel siehst du mich in einem Maisfeld meines Vaters Ende August. Normalerweise dürftest du mich hier aber gar nicht sehen, denn der Mais steht mir hier normalerweise weit über den Kopf. Das klappt mittlerweile aber bei weitem nicht mehr jedes Jahr. Die zunehmende Klimaerhitzung bringt längere Trockenperioden und zieht mit warmem Wind wertvolle Feuchtigkeit aus dem Boden. Das heißt, weniger Wasser für Pflanzen, die wir ja eigentlich für unsere Nahrung eingeplant hätten. Und genau deswegen ist Wassereinsparen super wichtig, damit wir mehr davon für unsere Lebensmittelerzeugung haben. Beim Schreiben einer solchen Episode kommen mir dann immer noch 1000 Fragen, denen ich dann auch immer noch allen nachgehe, um euch keinen Quatsch zu erzählen. Und so natürlich auch hier. Und genau da, also als ich die Outline der Story schon hatte und so ziemlich happy damit war, kam ich auf ein Problem. Aber eine gute Nachricht, sogar mehrere, stecken hier trotzdem drin. Es braucht nur ein wenig mehr Kontext. Und es ist zumindest ein schöner Anlass, euch mal einen Teil meines Rechercheprozesses für dieses Video hier zu zeigen, mit dem ich euch datenbasiert berechtigten Optimismus rüberschicken möchte. Weil ich glaube, davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Zutrauen in uns als Gesellschaft. Ich versuche womöglich, meine Aussagen immer mit guten Quellen zu hinterlegen und am besten mit mehr als einer. Wenn ich nur eine Quelle habe, dann versuche ich zumindest über den anderen Weg zu überprüfen, ob das plausibel ist. Eigentlich wie Rückwärtsrechnen in der 8. Klasse Mathematik. Hier war es genau so eine Situation. Die Ursprungsquelle hinter den Artikeln von Focus Online und VDI Nachrichten sind die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Zwar nur basierend auf Umfragen bei den Unternehmen, aber immerhin. Und sie machen es transparent, das ist ganz wichtig. Die Frage ist, wie kann ich diese Zahlen jetzt überprüfen? Die Boston University hat mehrere Studien zusammengefasst zum Wasserverbrauch bei verschiedenen Stromerzeugungsmethoden. Und da kann man eine ganz gute Idee bekommen, wie viel Wasser zum Beispiel Kernenergie tatsächlich verbraucht. Hier zum Beispiel basierend auf 25 Studien. Achtung, das ist ein logarithmisches Diagramm. Das heißt, unten auf der X-Achse entspricht ein gleicher Abstand immer einer Vergrößerung um den Faktor 10. Ich erwarte jetzt nicht, dass diese Durchschnittswerte von der Meta-Analyse 1:1 mit den deutschen Zahlen des Wasserverbrauchrückgangs zusammenpassen, aber es reicht, um zu prüfen, ob diese Zahlen und Aussagen so einigermaßen plausibel sind. Damit habe ich jetzt also schon mal den Wasserverbrauch pro Megawattstunde und möchte damit darauf kommen, wie viel Wasser rechnerisch durch das Runterfahren der Atomkraftwerke eingespart wurde. Dafür muss ich eigentlich nur noch wissen, wie viel Kernenergie wir tatsächlich von 2019 auf 2022 runtergefahren haben. Für solche Sachen ist energycharts.info vom Fraunhofer ISE eine super Quelle. Die genaue Berechnung und natürlich auch alle anderen Quellen findet ihr hier. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, müssten wir damit so ungefähr auf die 17% Rückgang an Wasserverbrauch vom Anfang kommen. Tun wir aber nicht. Meine errechnete Zahl ist ungefähr 15 mal kleiner. Hä? So ist es für mich erstmal blöd. Ich kann die Geschichte so nicht erzählen. Ich muss das erstmal auflösen. Also rechne ich diese Zahlen noch einige Male nach, komme immer wieder auf die gleichen Zahlen. Deswegen telefoniere ich als nächstes mit ein paar KollegInnen und Freunden, ob denen irgendwas einfällt, wo ich mich vielleicht vertan haben könnte. Ich frage nach bei Menschen vom Fach. Ich lese nochmal ganz sorgfältig die Artikel durch, auf denen ich meine Recherche begonnen habe. Und da fällt mir was auf. Focus Online und VDI sprechen von Wasserverbrauch. Das Statistische Bundesamt spricht von Wassernutzung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das Gleiche ist. Ich erinnere mich aber, bei dem Graphen von der Boston University, habe ich euch vorhin gezeigt, da stand eine genaue Definition zum Wasserverbrauch für diese Datenerhebung. Und zwar entnommenes Wasser, das nicht wieder der Quelle zurückgeführt wird. Beim Statistischen Bundesamt finde ich aber keine derartige Definition. Also geht's eine Ebene tiefer. Erstmal schreibe ich dem Statistischen Bundesamt eine Nachricht mit meinen berechneten Zahlen und diversen Fragen, die sich daraus ergeben. Übrigens kann das jeder von uns machen. Jeder von uns kann diesen Bundesämtern schreiben, wenn man was herausfinden will. Und die antworten dann auch. Ich finde das schon ziemlich cool. Am nächsten Tag bekomme ich dann auch schon eine ausführliche Antwort vom Statistischen Bundesamt. Sie schicken mir außerdem eine wahnsinnig umfangreiche Excel-Tabelle und eine Anleitung, wo genau ich die Zahlen finde, nach denen ich suche. Mega! Und es stellt sich raus, der überwiegende Teil des Wassers, der in diesen Kraftwerken genutzt wird, kommt aus Flüssen, Seen oder Talsperren und wird zur Kühlung benutzt und danach wieder zurückgeleitet.
Ein kleiner Teil verdampft und ein kleiner Teil wird verbraucht, also zu verschmutztem Abwasser. Aber der allergrößte Teil, also über 90%, wird praktisch einfach nur benutzt und so sauber zurückgeleitet, wie er entnommen wurde, also nicht verbraucht. Wenn über 90% gar nicht verbraucht wird, ist dann die Good News vom Anfang schon deutlich kleiner und meine ursprüngliche Story-Outline dahin. Natürlich ist es trotzdem gut, wenn wir mehr der Natur sich selbst überlassen, aber es hat, denke ich, bei weitem nicht diese Tragweite wie der Verbrauch, von dem am Anfang die Rede war. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, was sagen Focus Online und VDI-Nachrichten dazu? Wissen die vielleicht noch irgendwas, was ich nicht weiß? Oder klang Wasserverbrauch vielleicht einfach besser als Wassernutzung? Also habe ich den beiden eine E-Mail geschickt, also jeweils mit diesen Fragen. Der Redakteur von VDI hat sich innerhalb von einem Tag bei mir gemeldet und wir hatten ein sehr angenehmes Telefonat, bei dem er mir auch noch ein paar Hintergründe zu seiner Arbeit gegeben hat und seiner Arbeitsweise. Er hat mir erzählt, dass neben mir auch andere LeserInnen nach dem Begriff des Wasserverbrauchs gefragt haben. Inzwischen haben sie unter dem Artikel so eine Infobox hinzugefügt mit weiteren Infos zu Wassernutzung und Wasserverbrauch. Von Focus Online habe ich bisher noch nichts gehört. Für mich bleibt trotzdem noch eine Frage. Dieser Rückgang der Wassernutzung in der Industrie, ist das jetzt eigentlich eine gute Nachricht oder ist das eigentlich gar nicht so gewichtig? Diese Frage habe ich dann noch dem Umweltbundesamt gestellt, die mir auch einen Tag später schon geantwortet haben. Und es ist tatsächlich gut. Denn die Temperatur von Oberflächengewässern spielt eine wichtige Rolle. Erstens, je wärmer das Wasser ist, desto mehr verdunstet. Zweitens, je wärmer das Wasser ist, desto geringer der Sauerstoffgehalt, den ja die Fische brauchen. Und drittens, die meisten Tiere, die in diesen Oberflächengewässern leben, können selbst ihre Temperatur gar nicht regeln. Wenn das Wasser jetzt wärmer wird, als sie es eigentlich brauchen, kann das zu Artensterben kommen, beziehungsweise fremde Arten könnten übernehmen. Und das wiederum könnte dann ganze Ökosysteme zum Kippen bringen. Und deswegen ist es super, wenn die Wassernutzung zur Kühlung zurückgeht. Und da spielt die Kernenergie, genau wie jetzt noch die Kohle- und Gaskraftwerke, eine große Rolle. Zwischenzeitlich war ich ganz schön frustriert darüber, dass meine erste Grundrecherche und das erste Skript so ziemlich für die Tonne waren. Aber ich habe auch hier ein paar wertvolle Dinge gelernt. Der Wasserverbrauch von Wind und Solar ist tatsächlich nur ein winziger Bruchteil von Kernenergie oder fossilen Energien. Und da wir Wind und Solar gerade weltweit ausbauen und die fossilen Energien langsam zurückgehen, ist das auch gut für den Verbrauch von Wasser, das wir so dringend in anderen Lebensbereichen wie der Lebensmittelversorgung brauchen. Der Wasserverbrauch ging tatsächlich dank der Kernenergie etwas zurück und die Menge an Wasser, die wir zur Kühlung nutzen, ein durchaus beträchtliches Stück. Und zu guter Letzt, als mündiger Bürger dieses Landes habe ich freien Zugriff auf wahnsinnige Mengen an guten Daten und ich bekomme selbst auch ohne fancy Presseausweis auch noch wirklich gute ausführliche Erklärungen dazu, wenn ich nur nachfrage. Jeder von uns kann das tun. Hier geht's zu einem Video über das Comeback der Wale und hier geht's zum Batterietsunami, der jetzt gerade auf Deutschland zurollt. Tschüssi!